Die Motorradszene hat auf die neue Supermaschine aus München lange gewartet. Die BMW S1000 RR soll den japanischen Supersportlern das Leben schwer machen. Keine leichte Aufgabe, aber die S1000 ist nicht nur technisch, sondern auch optisch bestens darauf vorbereitet. Die asymmetrische Front sorgt für einen aggressiven Auftritt. Auf der linken Seite haben die Designer einen Scheinwerfer platziert, der an das Auge eines Insekts erinnert. Auf der rechten Seite kommt ein Rundscheinwerfer zum Einsatz. Auch ein Blick auf die Technik sorgt für ein zufriedenes Gesicht beim Piloten. Ein 193 PS Motor befeuert die S1000. Ein extrem leichter Ventiltrieb sorgt für Drehzahlfreudigkeit und, ebenso wichtig, Drehzahlfestigkeit. Beide Nockenwellen werden über eine Zahnkette angetrieben. Verglichen mit der Konkurrenz namens Aprilia RSV 4 und MV Agusta F4 hat die BMW mit 193 PS nicht nur die höchste Leistung. Die Nenndrehzahl von 13.000 Umdrehungen liegt auch über dem Niveau sämtlicher anderer Supersportler. Derart hohe Spitzenleistungen bei imposanten Drehzahlen werden in der Regel durch einen schwer zu beherrschenden Leistungsverlauf erkauft. Die BMW-Entwickler haben mit allerlei technischen Finessen einen Motor auf die Beine gestellt, der das Prädikat fahrbar verdient hat. Die BMW S1000 RR hat beste Anlagen, um den japanischen Supersportlern das Leben so schwer wie möglich zu machen.